Feierstunden zur Jugendweihe in der Coswiger Börse. Am 10. Juni fanden in Coswig für rund 140 Jugendliche und ihre Familien sowie die Angehörigen insgesamt 3 Feierstunden im großen Ballsaal der Börse statt. Für die Coswiger Schülerinnen und Schüler hieß es an diesem Tag Abschied nehmen vom Kindsein und einzutreten in das Erwachsenenleben. Dazu natürlich traditionell schick gekleidet und gestylt mit auffälligen Frisuren wurden so aus den 14-Jährigen vom Aussehen her schon einmal fast Erwachsene. Die Moderation während der Feierstunden lag in den Händen von Isabel Wehner vom Sächsischen Verband für Jugendarbeit und Jugendweihe e.V. Die Festrede wurde in diesem Jahr gehalten von der Meißnerin Daniela Kuge, CDU-Abgeordnete im Sächsischen Landtag. Erkennt und wahrnimmt. Ich wünsche euch, dass ihr euch voller Freude in die Abenteuer stürzt, die euch mit dem Erwachsenwerden offenstehen. Die künstlerische Gestaltung oblag musikalisch Sebastian Opitz von Retroskop und dem Dresdner Soloartisten Ronny Robbix mit einer Spitzendarbietung der Kraftakrobatik. Extreme Körperbeherrschung und eine kraftvolle Performance bestimmten seine Show. Der Höhepunkt des Tages war für die Jugendlichen natürlich der berühmte Gang auf die Bühne. Sicheren Schrittes auf der Bühne angekommen, begleitet vom großen Applaus der Gäste im Saal, erhielten sie die Jugendweihe-Urkunden aus den Händen von Daniela Kuge, der Festrednerin. Dazu wurde den nun jung Erwachsenen noch das Buch Weltanschauung – Jugend verändert die Welt und eine Blume überreicht. Nur 48 Stunden zuvor war in einer einstündigen Stellprobe dafür intensiv geübt worden, damit garantiert alles beim wichtigsten Augenblick klappt. Landesweit freuen sich in diesem Jahr mehr als 12.000 Jugendliche und ihre Familien auf den Höhepunkt ihres Jugendweihejahres und ihren großen Tag als zukünftige Erwachsene.